Willkommen zurück hier bei Fallout A Tales of Two Wastelands. Ja, wir sind aus dem gediegenen Tenpenny Tower gerade ausgestiegen und ja, wir sind unterwegs, das Ghoul-Problem zu lösen. Mehr oder weniger. Mal sehen, was sich da machen lässt. Vielleicht können wir ja quatschen und können da was ausmachen. Und eigentlich ist Tenpenny ein totales Arschloch. Und ich suche hier was. Kronkorken suche ich und leere Flaschen. Nein, natürlich nicht. Die muss ich dann loswerden wieder. Aber eigentlich war ich hinter irgendwas her. Und zwar ist es in einem Briefkasten. Irgendwo ist eine ganz schöne Notiz. Aber wo war die schon wieder? Ich höre ein Radio wieder. Oder ist wahrscheinlich wieder ein Augenbot. Freundlicher Brief. Da war er. Liebe Samantha, ich möchte hier nicht als Spaßverderberin dastehen und ich weiß, dass deine Familie sich dieses Jahr sehr auf Halloween freut. Aber wenn ich noch ein einziges Mal erleben muss, wie dein kleiner Rabauke in dieser chinesischen Kommandouniform brüllend durch meinen Garten rennt, werde ich ihn der Bürgerwacht-Hotline melden. Vielleicht findest du seine freche Art goldig, aber vielleicht siehst du das anders, wenn sie deinen Jungen in ein Internierungslager mit den echten Chinesen bringen, die er so gerne nachahmt, um mich an den Rand eines Herzinfarkts zu bringen. Mit allerliebsten Gruß, Gabriella. Wie böse. Hey, hier kann man draus trinken. Schmutzige leere Vorkriegskleidung. Und Rasenmäher brauchen wir jetzt gerade nicht. So, wir müssen jetzt zu dieser Metrostation da hinten. Da ist sie, die Umsteigestation. Na, ah, ich habe doch was gehört. Zeit zum Sterben. Ich habe gesagt, stirb! Ja, verpiss dich besser. Ha. Oh, oh. Irgendwas hat mich noch auch gesehen. Ghule. Jede Menge Ghule. Oh, Ghule. Vielleicht schaffe ich es genug nah ranzukommen, dass ich sie töten kann. Ohne Probleme. Ah, okay. Ja, der wird mich noch entdecken. Ja, der hat mich entdeckt. Wie wär's mit sterben, mein lieber Ghoul? Wie wär's mit daneben schießen, mein lieber Ghoul? So. So geht's natürlich auch. Dankeschön. Und ich rüste auch mal wieder das Sturmgewehr hier aus. Müssen wir auch mal klarkommen mit der. Hey, da hinten gibt es ja sicherlich noch Sachen. Und Ghule. Oh, das ging aber gut. Ohne bemerkt zu werden. Was ist das bitte? Steampack. Oh, sehr gut. Was hat denn da geschossen? Das hat sich sehr schräg angehört. Ist da noch jemand? Oh, Kronkorken. Ist die Radiation stark? Ah, Ghule. Komm, das treffe ich nicht. Verkrüppeln Sie Körperteile. Hey Ghoul, ich bin hier. So. Im Watts-Modus mit der zu schießen ist nicht gut. Schlicht und einfach nicht gut. Aber so geht es ja eigentlich auch ganz gut. Und da war noch ein Ghoul. Ja, da oben ist, glaube ich, ein leuchtender Ghoul.
Alter, nein, 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 bleib mir weg. Oh mein fucking Gott. Ja! Ah, geht doch. Die Beine verkrüppeln. Und jetzt noch das zweite Bein. Alter, der ist echt schwer zu knacken. Geh weg. Oh! Hui! Der strahlt dann ein bisschen Radioaktivität aus. Wow! War's das? Das war jetzt echt knapp. Oh mein Gott. Der hat mich jetzt fast rangekriegt. Oho. Ist dann irgendwie, muss ich da hochgehen, denn da gibt es schöne Ware. Sehr schöne Ware. Und hier hoch. Oh ja, da gibt es sehr viel Ware. Und das sind jede Menge radioaktive Fässer. Ein Raketenwerfer, sehr gut, gefällt mir. Splittergranaten, Raketen. Das ist ja ein wahres Fest hier. Super Steam Packs. Splittergranaten, noch mehr. Ist das schön. Oh, und die strahlen. Ich bin an Strahlung erkrankt. Wie wäre es mit Red Away? Danke. Oh, und Durst. Ja, aufbereitetes Wasser habe ich nicht, also muss ich mich am Schmutzigen wieder mal bedienen. Schmutziges Wasser. So, und jetzt muss ich mich durchkämpfen. Mal sehen. Und hier gibt es jede Menge Ghule, die man fast nicht sieht, wegen der Dunkelheit. Hier ist nichts. Die ersten tauchen erst noch auf. Hier ist wieder alles radioaktiv. Da liegen Leichen rum. Da hinten sind Ghule. Die Frage ist, treffe ich den? Einer down. Wir wissen aber nicht, in welche Richtung das sie gehen müssen. Aber entdeckt haben sie mich nicht wirklich. Der hatte mich jetzt entdeckt. Hatte mich entdeckt. Kronkorken her. Schmutziges Wasser. Ruhige Hand. Da hinten ist doch noch jemand. Das Loch hier. War hier drin nicht einmal Gas? Hui! 20er Patrone. Mist, da tauchen noch mehr auf. Hier drin war mal Gas. Wenn es mich nicht täuscht, von früher noch. Vom Fallout 3. Eigentlich. Ist ja egal. Oh, Gleisnägel. Die Kernspaltungsbatterie muss ich danach auch loswerden.
nämlich ein bisschen too much Gewicht. Ah, die haben aber schöne Sachen dabei. Und hier liegt auch jede Menge Zeugs rum. Hm, knacken wir doch gleich das Schloss. Ah, Mann. Ja. Juhu. Und ich bin überlastet. So, was werden wir heute los? Was werden wir heute los? Ja, Mr. Burks, Pistole reparieren. Ich hab zu viele Sachen dabei. Irgendwas ist Baseball, Finanzklemmbrett, Kernspaltungsbatterie, Ledergürtel, leere Brauseflasche. Skorpionwiese brauche ich im Moment nicht. Schachtelzigaretten, Spachtel. Jede Menge Sachen. Und alles abgelegt. Juhu, aufbereitet. Was ist? Ja, Steampacks. Steampacks. Die Frage ist nun, wie viele Ghoul erwarten uns noch hier? Und ich habe keine Munition mehr für die. Schon wieder? Das ist echt ein Problem in diesem Spiel mit der Munition. Jetzt muss ich da mit der 9mm wieder rumballern. Oder ich nehme Granaten. Hey, wie habt ihr mich jetzt entdeckt, bitte? Meine Güte. Alter, der schadet mir. Au! Sonst muss ich hier zu härterem Geschütz greifen. So, wer will? Wer hat noch nicht? Ich warne euch. Ich bin gnadenlos. Will noch ein Ghoul? Da hinten ist noch einer. Und da gibt es auch ein Schloss zum Knacken, wenn es mich nicht täuscht. Oh. Treffen. Nein, das war jetzt übertrieben. Ich glaube, mit Sprengwaffen... Hä? Ah, mit Sprengwaffen sollte ich etwas aufpassen. Na toll, jetzt müssen wir wieder von vorne. Nee. Muss das sein? Na, das mal... Beeilen wir uns ein bisschen. Ich kann sehr schnell sein, wenn es sein muss. So, einer weg. Zwei weg. Der ist zu nah dran. Den sollte ich jetzt... So, was das? So, jetzt kommen die nächsten, die da drinnen stecken. Sterben. So. Und du auch. Ist noch jemand da? Speichern. Ja, das nehme ich auch wieder mit. Da, die Kiste muss ich auch wieder aufknacken. Danke. Und hier ist auch Munition drin. Zwar nicht die, die ich suche, aber ja. Kann ja nichts dagegen machen.
So, und raus hier. Hier entlang. Zeit zum Sterben, mein lieber Ghoul. Zeit zu sterben. Ja, das ging jetzt ja ganz flott bis jetzt. Huh. So, jetzt kommen die nächsten zwei da dran. Bringt's mir was? Vielleicht sollte ich einfach... so schießen. Hallo! Kopf! Und nochmal Kopf! Niemand hat's gemerkt. Oh, sehr gut. Gute Munition. Wird auch Zeit, mal dieses Gewehr wieder in die Schnellleiste zu hauen. Wenn ich es nicht schon getan habe. Zwölf Schuss. Sehr gut. Was? Ich kann nicht knacken. Gibt's doch gar nicht. Sicher kann ich knacken. Nur das richtige Outfit anziehen. Nein. Nein. Autsch. Oder doch nicht? Nee. Ist noch über. Ah. Ja, so geht's auch. Sehr gut. Und noch mehr zum Knacken. Zum Glück geht das sehr schnell. Und mitnehmen. Mitnehmen. Alles mitnehmen. Hier auch. Natürlich. Ich habe viel zu viele Granaten, merke ich. Habe ich gerade gemerkt. Hier gibt es noch was Spannendes. Nee. Irgendwann mal brauchen wir ein bisschen mehr von diesem Müll. Womit wir dann etwas Lustiges basteln können. Aber zuerst brauchen wir mal die Diagramme für diese lustige Sachen. So. Kann ich jetzt schon wechseln? Ich muss wechseln. Jetzt muss ich hier aufpassen. Am Schluss ist noch eine Falle da. Ich muss gut aufpassen. Ja, aber es war eine Munitionsverschwendung. Irgendwie. Ich habe viel zu viel gebraucht. Ruhige Hand. Ja, das kann ich immer gut gebrauchen. Hallo Ghoul. Zeit zu sterben. Ich frage jetzt, wo wollen wir durch? Hier können wir durch. Es gibt mehrere Wege. Da unten hat's jetzt Gas. Autsch. Genau das habe ich gemeint. Ach. Ich glaube, da sind einige böse auf mich. Aber haben mich nicht bemerkt. Gut. War da hinten jetzt ein Viech? Ich glaube schon. Wunderkleber brauche ich nicht. Da gibt es auch ein bisschen Gas, so Restgas. Drei Schüsse. Danke. Das war's auch. Und dann geht's zur Warrington Station. Aber so weit geht's dann in der nächsten Folge. Hier bei Fallout A Tales of Two Wastelands. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis tschüss. Bis dann, wollte ich sagen.